Guten Nachmittag. Na, nun wollen wir mal nicht so schwarz sehen, Mensch. Na, in der Nacht. Na ja, gut. 2012 hat Mark Ellsberg Blackout geschrieben. Blackout, morgen ist es zu spät. Ich habe es gelesen, es sind 800 Seiten. Wirklich gut zu lesen und vor allem sehr nah an der Realität, wie man sich gut vorstellen kann, wenn was passiert. Ich gehe gleich nochmal drauf ein. Allerdings, pardon, hat ja unser allerwertester, ich meine Minister, schon mal gesagt in der Tagesschau, ich habe das mal rausgesucht, Habeck bemüht sich in diesen Tagen klar zu machen, dass der Staat ohnehin nicht alle Belastungen abnehmen kann. Aber sonst hat er sich um alles gekümmert. Ne? Naja, er könne nur dafür sorgen, die Kosten gerechter zu verteilen. Ach, gerecht. Nach Habecks Meinung gerecht. Den Minister dürfte auch die Sorge umtreiben, dass sich die Bürger gemütlich zurücklehnen, weiter die Gasheizung anstellen, lange duschen mit dem Gefühl, Väterchen Staat wird's schon regeln. Wenn ich schon Vater Staat oder Väterchen Staat, ach naja, lassen wir das. Gut, nochmal zu diesem Schwarzseher hier. Bloß mal ein kurzer Auszug. Da saß jemand, eine Frau, die hieß Michelsen, und hat sich mal auf ihrem Zettel festgehalten, ein paar Stichwörter. Wasser. In vielen Strominseln nur stundenweise. Klar, wenn die elektrisch betätigt werden. Ne? In stromlosen Gebieten fast völliger Ausfall, Notbrunnen aktiviert, Verteilung läuft, Informationen aus einigen Gebieten fehlen wegen nicht vorhandenem Kommunikationsnetz. Ach ja, stimmt ja, das geht auch nicht ohne Strom. Notstrom für Pump- und Abwasserentsorgungsanlagen teilweise installiert. Teilweise, könnt ihr euch vorstellen, wenn das Abwasser nicht abgepumpt wird. Keine ausreichenden Notstromkapazitäten, da unter anderem auch für Krankenhäuser benötigt. Lebensmittel, Hamsterkäufe in noch geöffneten Supermärkten. Ausgabestellen und Suppenküchen eingerichtet, Versorgung wegen mangelnder Transportmöglichkeiten teilweise kritisch, also verbessern. Medizinische Versorgung, nur noch Schwerpunkt Krankenhäuser und. Ach so, ja, Notquartiere wurden etabliert. Ja, na und so weiter. Also, das könnte man jetzt noch ewig so fortführen, klar. Aber, naja, vielleicht lest ihr es ja. Ich muss das nicht extra verlinken. Das Ding heißt Blackout. Morgen ist es zu spät. Eingeben findet man überall. Kriegt man auch schon billig hinterhergeworfen. Läuft ja auch schon eine Weile. 10 Jahre. Ich hatte schon mal ein Video gemacht. Im Notfall vernetzen, wenn fast nichts mehr geht. Man kann sich ja nur noch über Bücher, Filme und Ähnliches an bestimmte Themen heranwagen, um nicht gesperrt zu werden. Das ist ja eigentlich albern. Aber ich habe mich mal kurz umgetan. Wegen des Gaspreises. Statista, ne, unsere allerwerteste Einrichtung, die ja immer alles richtig macht. Dieses Bild hier, Statista, ja, das hört leider 2021 im Dezember auf. Aber wenn man ein kleines bisschen guckt, ja, Statista, guckt mal hier. Das geht hier Juni 15 los. Das ist das erste Bild. Sieht natürlich gut aus. Jetzt gucken wir uns das mal an hier. Mal diesen Bereich. Ah, bis zum Juni 22. Wir merken uns einfach mal hier diese Werte. Na nun, das ist da so hochgeschnellt und jetzt ist es wieder unten. Ist ja ein Ding. Reset Zoom. Naja, waren die Gaspreise im Dezember oder September? Na, sagen wir hier Oktober. War ja auch schon hoch. Ne? Oder gar Dezember. Waren da die Gaspreise auch schon so doll, so teuer? Natural Gas. Gas. Sagt das Gleiche. 2014. Ich habe das mal so eingestellt. Jetzt gucken wir uns mal Natural Gas an. Und zwar, wir hatten ja die Wirtschaftskrise hier 2008 und da war ja der Gaspreis auch schon mal hoch. Gas ist ja eine Ware, ne? Bloß mal schnell alles so im Kopf behalten. Ich habe dann Oil and Natural Gas Price Index gesucht bei Google. Google ist eine wunderbare Suchmaschine. Und das ist wieder Statista. Puh, das ist ja ein Ding. Wir sind bei 2012. Das sind die Rohölpreise. Warte mal. Hier. Von der OPEC. Rohölpreise 1960 bis 2022.
Ja, wir hatten schon mal teure, ich zum Beispiel tanke fast, ja, eigentlich nur Diesel, fast nur. Wir hatten schon mal 1,20 € so in dieser Zeit, und 2015 ist der Preis schon wieder gefallen gewesen von, oh, auf die Hälfte. Und trotzdem hatten wir 2015, 16 1,20 € an der Tankstelle, für Diesel wohlgemerkt. Aha. So, bei dem hohen Preis, ja, da hätte ich vielleicht einen richtigen Preisanstieg eingesehen. Und jetzt gucken wir uns mal 2021 an. Da war der Preis auch hoch. Und jetzt 2022 ist er noch höher. Jetzt sind wir wieder wie auf diesem 2012er Niveau. Und jetzt haben wir plötzlich das Doppelte an der Tankstelle zu bezahlen. Gut, Moment, wir gucken nochmal. Crude Oil. Das ist Trading Economics. Das kann man ein bisschen zoomen. Machen wir das mal ein bisschen deutlicher hier im September. Und hier wegen des Ukraine-Konflikts, ne, stiegen ja die Preise dermaßen an. An der Tankstelle, wohlgemerkt. Und jetzt holen wir uns mal die alten Jahre wieder rein. Nicht Statista. Statista hat vielleicht den Schnitt über alles genommen. Da war dieser Preis doch wirklich tatsächlich hoch, ne? Hier. Das war 2008, Juni. Hat man schon mal gesehen. Und jetzt haben wir einen geringeren Preis und der ist auch schon wieder am Absinken. Und trotzdem haben wir Wahnsinns Kraftstoffpreise und Heizölpreise. Sollte uns alles zu denken geben. So oder so, Vorbereitungen auf den Tag X, das geht um den 22. Juli, da soll ja dann Nord Stream 1 wieder laufen. Darum geht es ja eigentlich um um diesen Tag, das ist der Tag X dann, und naja, gut. Haben wir genug, uns Gedanken zu machen, aber ich sag eins bloß, Leute, wenn ich an solche Hochpreis- und nicht mal so Hochpreisphasen denke, werden wir irgendwie von jemandem beumst? Möglich, ne? Oder? Na dann. Man kann Lügen nur erkennen, wenn man viel weiß über ein Thema. Ansonsten muss man diese Lügen glauben. Gut, dann macht was. Es geht um Bildung. Bildet eure Kinder, bildet eure Enkel, auf dass die später nicht so dämlich handeln wie wir. Ach so, dämlich kommt von damit. Nicht so verblödet handeln. Pardon. Na dann, bis zum nächsten Video.